Viel Aufwand, wenig Ertrag. Der FC St. Pauli belohnt sich derzeit nicht für den hohen Aufwand. Am Freitag in Braunschweig wollen die Kiezkicker ihre Torflaute beenden. Ins Grübeln kommt Fabian Hürzeler noch lange nicht. Trotz des dritten 0:0 in Folge will der Trainer des FC St. Pauli von einer Stürmerproblematik nichts wissen. Während sich die Medien auf die Abschlussschwäche fokussieren, ist der 30-Jährige voll des Lobes für die starke Defensivarbeit. Bei mir wird immer die Basis bleiben, defensive Stabilität. Und das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, dass das einfach der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Mich nervt die Thematik nicht, nein, weil wir genau intern wissen, für was wir stehen bzw. was wir trainieren und wie gut wir dann auch gewisse Dinge machen. Und wir werden weiter den Fokus auch dabei behalten, dass wir defensiv gut stehen, weil ich überzeugt bin, dass wir dann auch noch das ein oder andere Tor in der Saison schießen werden. Am besten schon am Freitag in Braunschweig. Die Eintracht hat zwar 3 ihrer 4 Saisonspiele bislang verloren, dennoch ist Hürzeler gewarnt, denn die Niedersachsen sorgten mit dem 2:1 am Millerntor für seine erste Niederlage als Profitrainer. Dementsprechend wissen wir auch aus den letzten Spielen, dass Braunschweig immer eine Mannschaft ist, die für ein Tor gut ist, die sehr gut verteidigt, die sehr gut umschaltet und die auch im Spiel mit dem Ball einfach sehr vertikal spielt. Und das kann in der einen oder anderen Phase sehr, sehr unangenehm werden. Dementsprechend müssen wir da sehr gut vorbereitet sein und hoffen trotzdem, dass wir an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen können und dann auch dort erfolgreich sein können. Dabei helfen soll Karol Metz. Der Innenverteidiger steht nach seinem Platzverweis gegen Düsseldorf wieder zur Verfügung. Die Eintracht hingegen muss rot gesperrt auf Kapitän Nicolau verzichten. Ich glaube, dass Nicolau ein super Fußballer ist, einen sehr guten linken Fuß hat, der nach Ballgewinn sehr, sehr schnell vertikal spielt. Die Spieler wie Uccia, wie Kaufmann, wie Gomez dann auch sehr gut in Szene setzen kann. Und dementsprechend geht da, glaube ich, schon ein Element bei ihnen flöten. Trotzdem haben sie auch einen sehr breiten Kader. Und ich denke, dass sie da auch eine sehr gute Lösung finden werden, um uns dann das Spiel maximal schwer zu machen. Das Spiel an der Hamburger Straße, es ist das letzte vor der anstehenden Länderspielpause. Und die würde Hürzeler nur zu gerne ohne öffentliche Stürmerdiskussion verbringen.